Wann ist es sinnvoll, eine Klimaanlage durch eine hochwertige Sonnenschutzfolie zu unterstützen? Und wann ist es sinnvoll, nur eine Sonnenschutzfolie einzusetzen? Klimaanlagen und Sonnenschutzfolien haben beide das Ziel, das Raumklima angenehmer zu gestalten. Allerdings gibt es Unterschiede in ihrer Funktionsweise und Effektivität. Eine Klimaanlage kühlt die Luft im Raum durch Kondensation und Verdunstung von Wasser und durch den Einsatz von Kältemitteln. Sie kann auch die Luftfeuchtigkeit im Raum reduzieren und somit das Raumklima verbessern. Eine Klimaanlage kann auch bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit effektiv sein, wenn andere Methoden des Temperaturmanagements nicht ausreichen. Allerdings kann der Einsatz von Klimaanlagen mit hohen Energiekosten verbunden sein und somit negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. Eine Sonnenschutzfolie blockiert und reduziert die Menge an Sonnenlicht und Wärmeenergie, die in den Raum eindringen kann. Sonnenschutzfolien sind kostengünstiger und wartungsarmer als Klimaanlagen und tragen zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei. Insgesamt hängt die Wahl zwischen einer Klimaanlage und einer Sonnenschutzfolie von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise den klimatischen Bedingungen, der Größe des Raums und den individuellen Präferenzen. Eine Kombination beider Methoden ist in vielen Situationen die beste Option. Was viele nicht wissen ist, dass um einen Raum runterzukühlen, braucht man proportional viermal mehr Energie, um denselben Wirkungsgrad zu erzielen im Vergleich zu, wenn ich einen Raum aufheizen möchte. Dementsprechend ist es wirklich sinnvoll, Sonnenschutzfolien einzusetzen, die dazu beitragen, dass der Raum gar nicht erst so heiß werden kann, was dazu führt, dass die Klimaanlage gar nicht so stark arbeiten muss. Das bedeutet am Ende des Jahres Energiekosten, die man einspart und ein wesentlich schöneres Raumklima erhält. Um auch Ihr Einsparpotenzial zu berechnen, können wir Ihnen zwei verschiedene Effizienzanalysen anbieten. Bei Projekten unter 300 Quadratmeter Glasflächen folieren wir einen Testraum und einen Raum, der ohne Folie bleibt. Die entsprechende Temperaturdifferenz stellen wir in einem Diagramm dar, um so die Effektivität der Sonnenschutzfolie zu demonstrieren. Bei Projekten über 300 Quadratmeter Gesamtglasfläche hilft uns der Folienhersteller 3M. Mit einer speziellen Computersoftware und Wetterdaten und entsprechenden Gebäudedaten sind wir in der Lage, eine präzise Aussage darüber zu treffen, wie viel Energiekosten man pro Jahr und pro Lebensdauer der Folien einsparen kann. Wenn auch Sie Ihr Einsparpotenzial berechnen lassen möchten, kontaktieren Sie uns über unsere Homepage, über den Jetzt Anfragen-Button oder rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gern weiter. Wir freuen uns auf Sie.